Hallo ihr Game-Verrückten da draußen, willkommen zu einer weiteren Folge Train Fever. Und was wir heute machen, wir werden heute unseren ersten Zug losschicken, beziehungsweise ich habe das jetzt geplant in dieser Folge. Nicht wundern, dass ich mich momentan ziemlich, ja, anders anhöre. So, boah, Stimme tiefer. Es hängt einfach damit zusammen, dass ich vor 20 Minuten aufgestanden bin. Weil ich, bevor ich auf Arbeit mal gehe, möchte ich gerne noch ein paar Folgen Train Fever aufnehmen. Ich entschuldige mich halt auch gerade für das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Ich würde sagen, das belebt einfach die Welt hier. Man denkt einfach, das sind hier die Vögel in den Bäumen. Nein, die werden immer, je früh werden die immer aktiv und deswegen sollen sie machen. Hier sehe ich gerade, hier ist eine Straße, die eng ist. Das wollen wir nicht. Da. Gut. Nein, wir haben 699.000. Wir gucken mal schnell auf unsere Routen. Wir machen alle Profit, bis auf unsere Zugstrecke. Weil wir gestern einfach mal unsere Zugstrecke, also in der letzten Folge, für mich gestern, einfach mal unsere Zugstrecke verkauft haben. Yay! Ach Gott. Also unseren Zug verkauft haben. Wie professionell. Naja, okay. Ich habe mir so einen Plan gemacht. Entweder wir gehen jetzt komplett pleite oder es funktioniert alles. Eins von beiden. Ja, Entschuldigung, ich habe auch das Fenster offen, weil das hier ziemlich warm drin ist. Mir ist aufgefallen. Also jetzt von der logischen Überlegung einfach. Der Bahnhof ist hier. Die Leute wohnen hier. Oder hier. Warte mal, wir können uns ja mal hier die Karte einblenden lassen. Genau. Zum Beispiel hier oben die Leute. Wenn diese Leute hier zum Beispiel in den Zug fahren müssen, die müssen den ganzen Weg hier laufen bis hierhin. Und das macht keine Sau. Deswegen habe ich mir gesagt, wir machen eine Postkutschenstrecke. So, das werden wir jetzt auch machen. Das machen wir ganz einfach. Wir nehmen hier so einen Buswendeplatz hier. Setz mal dahin. Da, ein Buswendeplatz für den Bahnhof. Machen gleich hier daneben noch so ein schönes Depot. So, und da haben wir schon ein Depot. Und jetzt brauchen wir ja noch Haltestellen, so hier zwischendurch. So, also ich würde sagen, wir packen hier und da eine hin. Hier und da. Und dann gehen wir nach rechts rum. Nämlich. Dahin. Macht eigentlich keinen Sinn, oder? Wartet mal. So, jetzt. Da würde ich einen hinsetzen. Würde ich da einen hinsetzen? Würde ich hier einen hinsetzen? Da fällt mir gerade auf, dass da die Straße schon wieder schmal ist. Wollen. Ups. Hä? Hallo? Es hat sich nichts geändert, aber ich habe Geld ausgegeben. Goal. Na ja, gut. Ja, rechts aber. Ist noch rein. Nee, ich lasse es lieber. Machen wir dann halt da nochmal eins hin, würde ich jetzt mal so sagen. Da haben wir hier unsere erste Linie. Also jetzt noch nicht, weil ich die noch erstellen muss. Linie hinzufügen. Von da. Wo willst du hin? Achso. Sah gerade so aus. Dann auch hier, dahin, dahin. Hatte ich hier nicht auch einen hingesetzt? Na ja, gut. Dahin, dahin, dahin. Dann kannst du das da noch mitnehmen. Und dann kannst du
den da noch mitnehmen, dann kannst du den da mitnehmen, und dann nimmst du den da mit. Und dann sollte das eigentlich alles gewesen sein. Wir haben zwei Linien ohne Fahrzeuge, was sich jetzt aber gleich ändern wird. Wir nehmen, kaufen, Postkutsche 1, 2, 3, 4, 5. Ist bestimmt übertrieben, aber wir haben es halt. Linie zuweisen. Linie 1. Perfekt, unsere Postkutschen sind jetzt auf dem Weg, die Stadt zu erschließen. So, ich möchte bitte diese Linie noch umbenennen zu Stadt-Linie 1. Und bam. Gut, und jetzt werden wir auch gleich schon unseren Zug wieder kaufen. Zu kaufen. Hier so ein, eins, nein, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wie ich das mache, ich habe keine Ahnung. Ich kaufe einfach auf Verdacht. Linie zuweisen und nehme ich der gelben. Und tatara, da kommt unser Züglein. Und das Spiel hängt wieder. Ich liebe es. Da hinten ist unser Zug. Da, unser Zug. Schaut ihn euch an. Da, unser Zug. Leute, wir haben unseren ersten Zug hier auf dieser Strecke. So, unsere Postkutschen machen bestimmt noch keinen Gewinn. Nein. Wäre auch schon zu schön gewesen. Also das muss ich erstmal rumsprechen, kann man sagen, dass es jetzt das an, dass jetzt der das andere, dass die andere Stadt jetzt erschlossen ist. Ich würde ja rein theoretisch sogar auch sagen, dass wir da drüben dann auch mal da drüben auch dann hier Postkutschenverkehr machen, aber guckt mal, wie belebt die Straßen jetzt hier sind mit einmal. Ist das schön? Ich werde mal kurz einen Schluck an meinem Kakao nehmen. Jetzt werde ich schon wieder von unserem Kirschi genervt. Ich meine, ich will in Ruhe aufnehmen. Wir können ja mal gucken, was er will. Guten Morgen, YouTube. Guten Morgen. Ja, ich nehme gerade auf. So. Oder nehme ich überhaupt auf? Ja, Fraps ist rot, alles wunderbar. Ja, mit Dickstory kann man irgendwie das Spiel nicht mehr aufnehmen. Also mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit die neuen Spiele irgendwie mit Dickstory gar nicht mehr aufnehmen kann. Finde ich ein bisschen scheiße. Weißt du, weil Dickstory so unkompliziert ist, ich muss mein Mikrofon nicht extra aufnehmen. Das ist ja gleich mit aufgenommen. Und ich kann die aber trotzdem nachbearbeiten, weil ich ja noch die, weil ja Dickstory die Tonspuren trennt. So, aber nee. Irgendwie mein ganzer Sound ist weg. Wartet mal. Ja, mein Kopfhörer liegt es nicht. Hab ich gerade irgendwas gedrückt oder so? Hallo? Mein kompletter Sound ist weg. Hab gerade irgendwas aus Versehen gemacht hier? Ach so, okay. Ja, ich kann über die Maus die Lautstärke ändern.
Ich bin da auf den Knopf gekommen. So, unser Zügchen. Was macht unser Zug? 0 von 36. Wie gesagt, das muss ich erstmal rumsprechen. Und seht ihr, da warten schon Leute. Hier. 5 von 5 Passagieren drin. Leckt mich hart. Da auch einer, der schon wartet. Da auch schon einer, der wartet. Also ihr seht, es tut sich langsam rumsprechen. So, jetzt gucken wir nochmal auf unsere Linien. Und sie macht schon Profit. Ey, meine Güte, ey. Können wir mal ganz kurz nochmal schauen, was die hier... Oh, Kirschi, ist okay. Wie kriegen wir das aber hin, dass der mehr produziert? Ich glaube, da müssen wir aber auch mehr Güter hinbringen. Dann müssen wir erstmal schauen, ob da überhaupt Güter noch rumstehen. Ja, ich wäre glatt nochmal dafür, hier nochmal ein paar. Ich würde ja dann später auch sagen, wenn wir hier hinten das, die Stadt da angeschlossen haben, dass wir das Gleis hier so lang führen. Aber erstens müssen wir erstmal hier durch die Stadt, da werde ich dann hier so gesagt, hier so durch. Ja, aber gerade schon wieder, ich habe den Bahnhof wieder so voll unten. Irgendwie kommen wir da nicht lang, merke ich gerade. Das wäre jetzt der engste Radius, den wir hier rumkommen würden. Ich glaube, wir haben da auch schon wieder Scheiße gebaut. Nein. Verdammt. Aber nach oben, mehr müssen wir ja hier mit den engsten. Komm, nimm mal das Gleis hier. So muss nach oben weggehen. Und da komme ich wirklich mit 46 raus. Oh yeah. Oh yeah. Wir haben ein neues Fahrzeug freigeschalten. Das könnte man eventuell sogar schon gleich mal nutzen. Ich glaube, mit dem Bahnhof haben wir richtig fette Scheiße gebaut. Naja gut, damit müssen wir uns noch nicht beschäftigen. Oh yeah, hat er gesagt. Ich würde, wie gesagt, hier drüben noch in der Stadt. Ja. Gibt es da auch schon Leute, die warten? Nein. Wie sieht es hier aus mit der Landschaftsaufteilung? Genau. Hier würde ich das gleiche nochmal machen. Ich würde hier so ein kleines... Da würde ich aber halt hier das eine Haus hier abreißen. So. Dann erweitere halt die Straße, ohne dass ich was machen will. Genau. Ich will das nämlich hier hinsetzen. So. Jetzt kannst du dich von mir aus erweitern.
Gut, wie machen wir das? Wir machen hier so rum dahin. 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 Hier müssen wir mal eine Straße ergänzen. So. Dahin, dahin, mal rechts, ne? Rechts, dahin, dann hierhin, dann dahin. Dahin. Dann kann man ja hier noch mal eins hin machen. So. Dann brauchen wir wieder ein Depot. Das kann man ja hier so hinsetzen. Oder auch nicht. Jetzt mal gleich hier ran, oder? Also, die schöne Schräge ran. Können wir da auch vielleicht noch mal wegkommen, wenn wir wollen. So. Ich tue erstmal die Linie erstellen. Cheap, 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 cheap. So, dahin, dahin. Dahin, dahin. Dahin. Dahin, komm, dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dahin und dahin. Genau. Linie stellt. Dann tun wir Fahrzeuge kaufen. Hier nämlich. Wir können ja mal vergleichen. 1959 Passagiere 6, Passagiere 45 kW, 2 kW. Wir können ja mal 1, 2, 3, 4 kaufen. So. Dann Linie zuweisen. Linie. Vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht aber auch nicht. Genau, das will ich zwar nicht. Ich möchte gerne die Linie haben, Linie umbenennen. Stadtlinie 2. So, und das sind unsere Dampfkutschen. Ja, kann man so sagen. Da hoffe ich ja mal, dass die Leute das so ein bisschen nutzen. Ja, sie stehen sogar schon rum. Genial. Und da wartet sogar schon eine Person. Ey, leck mich am Arsch. Wisst ihr, was ich gerade sehe? Wenn ich jetzt sage, ich will hier mitten... Geht das gar nicht.
glaube. So, wie viel hast denn du jetzt geladen? Einer stand ja dort, ne? Passagiere 7, nein. Aber meine Kohle und Erzlinie, die macht mir um. Na gut, meine Kohle nicht unbedingt, aber meine Erz, die macht mir so ein bisschen Sorgen. Komm, fahr mal ein bisschen schneller. Komm, fahr. Mein Zug, fahr. Oh, ich hab kein Geld. Ich glaube, ich habe gerade einen richtig großen Fehler gemacht. Gibt's hier keinen rückgängig, eventuell? Nein. Ich hätte mal aufs Geld achten können. So, jetzt. Hatte gerade wieder einen Geldschub bekommen. Ich würde ja dann hier mal die Straße ausbauen und... Aber hier hinten macht's mir noch so ein bisschen Gedanken, wie wir hier hinten rauskommen, ohne jetzt die halbe Stadt abzureisen. Das nächste Problem ist hier halt, wir werden hier nicht rüberkommen. Hier auf der Höhe. Man könnte ja mal kurz probieren, wenn man jetzt sagt, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ja, wie gesagt, ich wäre jetzt hier so rumgegangen. Oder hier so einfach. Weil du bist da hier sozusagen hier. Ach man, ich glaube, wir haben da wieder richtig dolle Scheiße gebaut. Beziehungsweise ich habe richtig dolle Scheiße gebaut. Ja gut, man könnte sagen, macht's hier hoch irgendwie. Also hier, man reißt hier dieses Plus ab und macht hier so nach oben. Dass man da nicht so viel... Wenn wir hier unten rumkommen, wir dann auch nicht so richtig aus, dass wir hier hinten so rum machen. Weil wir müssen halt für alle 5 Gleise denken, ne? So, was machen meine Linien? Immer noch minus fahren. Aber ihr seht, hier warten auch schon wieder Leute. Ah, cool. Achso, meine Dampf hier. Ja, die fahren immer noch nicht. Machen immer noch nicht plus. Ich würde da vielleicht nochmal ein paar kaufen. 1, 2, 3. Das ist nicht genügend Geld, ne? Egal, tu mal den einen noch einsetzen, Linie zuweisen statt 2. Ah, er wartet hier schon mal, das finde ich schon mal cool. 4 Leute. Schon. Wir warten auch schon wieder. 12 Leute. What? Wie viel warten hier? 10 Leute. Ist das gut? Und
Na, 3 Sekunden. Ich finde das noch ein bisschen viel. Wir haben 162.000. Würde ich nochmal zusätzlich jetzt. Quatsch, wir haben 24. Linie zu weisen statt 1. Nochmal eine Postkutsche dazu. Oder wie viele Minuten fährt denn zum Beispiel mein Zug? Oh, wir haben ein neues Fahrzeug erhalten. Schön. Eine Dampflok. Alle 11 Minuten, ihr müsst es der Obald schon sagen, im zweiten Zug. Aber das Geld haben wir nicht. Aber was ist denn mit meinen... Wir warten jetzt dann auch schon wieder 3. Was war denn das? Ist das nicht auch hier eine? Die hier wird ganz witzig, die Stadt. Ja, mir ist aufgefallen, irgendwie gibt es hier nur Erz. Ölturm. Was bist du? Bist auch eine Öl. Raffinerie. Ah, aber wir können das dann anschließen. Wartet mal. Hier ist... Nee, wo waren jetzt die Öl hier? Ölraffinerie. Aber war hier nicht irgendwo eine Öl? Ja, hier ist eine. Also für Öl würde ich eventuell dann wirklich schon eine Bahn machen. Oh Gott, wir sind im Minus. Jetzt mache ich schon. Es macht noch die Zugstrecke aus. Gehe ich jetzt mal davon aus. Vier von vier Eisenerz. Ja, 24% schon, ey, mein Gott. Ich will noch was gucken. Ja, also Güter haben wir ja noch nichts. Das ist ja das Schlimme. Im Güterverkehr kriegen wir ja erst relativ spät welches. Was ist denn das? Ein Kohlekraftwerk. Macht hier mein Eisenbergwerk ein bisschen Sorgen. Ja, die Gewinne sind alle nicht so ganz berauschend. Hier mal ein bisschen vorspulen lassen.
Das Kohle und Eisen, das ging mal besser, also. Da unser Zügelein. Ah, er macht nicht mehr so einen krassen Minus, also das ist schon mal cool. Wie viele Leute stehen jetzt hier? 36 Leute stehen hier rum. Also er fährt jetzt komplett voll zurück. Ja, und er fährt Profit. Ist das cool. Und wir haben auch bald wieder so eine Million zusammen. Leute. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht so richtig, wie wir hier dann mal rumkommen werden. Ich habe den Bahnhof wirklich sehr, sehr blöd gebaut. Yay. Komm, wir verbinden den einfach. Eigentlich die beste Lösung wäre halt, dieses Plus hier wegzureißen und dann hier so zu machen. Das wird auch, denke ich mal, die einzige Lösung bleiben. Da kommt der Zug wieder. Genau. Können wir hier noch mal gucken. Ja, alle im 100er Bereich bis auf das mit den Dampfwagen. Da würde ich wirklich noch ein paar einsetzen wollen. Ups, nein, kaufen muss ich erstmal. 1, 2, 3, 4. Linien hinzufügen statt 2. Hätte ich das mit dem Verkehr gewusst, hätte ich den Bahnhof hier unten so hingebaut. Aber den jetzt abzureißen, wisst ihr, was das für ein Verhängnis wäre? Da reiße ich doch gesagt hier lieber mal diese paar Häuser ab. Wir haben es geschafft, alles macht Profit. Aber wirklich alles. Läuft bis halt hier hinten auf diese Dampfbusse, sage ich jetzt mal. Die machen wir hier ein bisschen so. Die
die machen zwar auch schön Gewinn, aber nicht so viel. Deswegen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Aber 8:50 Uhr habe ich, glaube ich, angefangen, habe ich vorhin gesagt, ne? Wir haben es jetzt 8:30 Uhr. 9:30 Uhr. Gut, Leute, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wir haben jetzt unsere Eisenbahnlinie. Und ich könnte mich schon wieder eigentlich so wie es ist ins Bett legen. Ach Gott. Na gut, Leute, tschüss. Achso, wir können. Ja, genau. Wir tun das. Ich tue natürlich vor euren Augen speichern hier wieder. LP, Twin, Fiebel, 3. Und speichern. Auf Wiedersehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.